Oh fuck. Hey, da kommt die Beschützer. Mich mit denen echt nicht anlegen. Ihr habt ja gerade gesehen, was wir mit dem Splicer hier gemacht haben. Die haben den zerlegt, das war richtig. Naja. Man sieht ja übrigens auch unsere Adam-Anzeige, aber davon gehen wir später noch. Du bist tot, mein lieber Freund. Tot! Aber... kann man das wirklich noch als Kind bezeichnen, diese Little Sisters? Ich weiß nicht. Ich würde es eigentlich schon machen, weil irgendwo... Aim ist echt unvergleichbar. Wir können übrigens nur maximal 9 Verbandskästen und 9 Eve-Spritzen nehmen, also nicht allzu viel. So, wenn jemand mal alles mit, was wir jetzt kriegen können, dann werden wir direkt mal nach. Und... wir waren bei einem toten Big Daddy. Warum auch immer der Tod ist, egal, wir nehmen jetzt mal sein ganzes Geld mit. Kisten mit. Sicherheitsalarm. Lustig. Blöde Sau. Ich wollte niemanden verletzen! Ich wollte niemanden verletzen! Schnauze ist weißer. Wow! Ganz ruhig da hinten, aber hallo! Ich hab nicht angefangen! Ein anderer Weg, das ist der größte Umweg aller Zeiten. Der ist schon so gigantisch, dass er die längste Abkürzung in Raymond toppt. Und ihr wisst, dass ich davon halte. Oh Gott, du sitzt in der Falle! Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken! Ach du Scheiße. Also mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB? CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das Vidanje. Was immer dir lieber ist. Oh, fuck. Atlas, könntest du dich mal bitte beeilen? Mach hin! Was hast du da rauskommen? Oh Gott, danke. Oh Gott. Das hätte richtig scheiße ausgehen können für uns. So, wir sind jetzt im Medical Pavilion. Oh Gott. Ach ja, genau. Das... dieses Gebiet. Ihr werdet schon auch sehen, was ich meine. Hier geht's richtig ab. Also das Spiel hier ist nicht gruselig so direkt. Nur ab und zu vielleicht ein bisschen. Von das Diamonds Praxis für plastische Chirurgie.
Notzugang. Mach schon. Das ist... Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Trains Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas Banditen sind überall. Warum du blind mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du liebst, gewinne die Bank. Das hier ist ein Zirkus der Werte. Zirkus der Werte. Hier können wir uns ein bisschen Zeug kaufen. Wir kaufen uns hier. Ja. Und was tun. Geh aus und geh shoppen. Das ist unsere Art zu leben in Belgien. Ja. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Aha. Ich wette, wenn wir nochmal eine Aufnahme von dir hören. Oh Gott, das ist echt cool. Ja, nicht direkt cool, aber es ist halt sehr ironisch. Ein defekter Sicherheitsglas. Ich würde mal sagen, den hacken wir. Und wir kommen jetzt zum Hacken. Das ist sehr interessant. Ja, bla bla bla, ich erkläre das schon. So. Das Hacken läuft so ab. Wir müssen dieses Rohr da so zu bringen, dass es zu dem Ende läuft. Weil da kommt gleich Flüssigkeit raus. Und die muss dahin. So, wie machen wir das jetzt am besten? So rum. Und das war's. So. Und das war's. Ihr gehört jetzt übrigens zu uns, die hilft uns jetzt. Hey, Kleiner. Doch, wer ist? Ja, lass ihn mal kurz machen. Und sehen uns jetzt mal alles an. Adams Veränderung. Stein. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnete? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen. Dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Das denkst aber auch nur du, Steinman. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verstand. Nein. Durch den Grundzugang fehlt. Du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das diesen Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Und wenn die MG hat SMG bekommen, das finde ich sehr schön. Das ist eine der besten Waffen im Spiel. Die ich am häufigsten benutze auf jeden Fall. Weil man einfach für die sehr viel Munition hat und findet. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie! Hey, super, wir haben lauter. Ganz, ganz vieles Bleister geweckt. Nein. Nein. Es war eine vergnügliche Nacht. Du bist schlecht. So. Die Bleister sind nichts mehr als Zombies, aber was auch immer du zu denen sagen. Direkt Zombies kann man sie jetzt nicht nennen, aber... Nein. Diese Dinger sind keine Menschen, darauf könnt ihr schon mal erinnern lassen. Ching, ching. So, was haben wir hier schon? Munition! Na, sowas nehmen wir doch immer. Alles okay? Fuck. Was war hier? Steinman, Medi-Station. Sie haben mir Schönheit versprochen! Steinman! Ich
könnte wunderschön werden. Wählen Sie mich ab! Wählen Sie mich ab! Ich glaube, man weiß jetzt, was Steinman für ein Typ ist. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Oh Gott. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Adam kann man Körperformen tun. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. Genau, so. Man kann übrigens auch diese Dinge ankaufen, was ich aber später wird man das vielleicht machen müssen. Teilweise aber jetzt noch nicht. Diese Platten, die man hier sieht, das sind böse Platten. Die sollte man bei Möglichkeit nicht unbedingt anbekommen. Sagen wir es mal so. So, da oben hätte ich gern wieder so ein Ding. Nochmal so eins. Dann so eins. Dann nochmal so eins. Dann haben wir das auch schon. Ja. Wunderbar, wir haben jetzt ein Geschütz auf unserer Seite. Dann machen wir uns einen schönen Fahrt. Parasiten aber. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroboot lässt. Nicht Wahrheit. Also die Maschinen soll man einfach mit dem Elektroboot abknallen, dann kann man hingehen, die hacken und das war's dann auch schon mit den Dingern. Ja genau. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Nett, oder? Also ganz blöd ist jetzt auch nicht wirklich. Also ein bisschen Recht muss man ihm schon geben. Ich hab doch geklickt, ist okay, für 10 Dollar kann ich nicht mehr. So, erstmal hier alles mitnehmen, was wir finden. Schrank, nichts. Los, beweg dich. So, was finden wir hier noch Schönes? Ah, eine Medi-Station. Und die für die Wissenschaft. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Nett. Medi-Station heilen wir uns komplett auf. Wenn wir dafür Geld bezahlen oder sie hacken und dann noch weniger zahlen, ich glaube 10 Dollar jedes Mal. Damit, aber das ist jetzt wichtig. Daran können sich auch Splicer halten. Und zwar voll. Und das nervt. Ich bin. Ja. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Gibt's was nicht. Ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Man merkt, glaube ich, langsam, wie der gute Dr. Steinman ein bisschen im Wahnsinn verfällt. Nur so ein bisschen. Entschuldigung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Nacht. Bis morgen. Ja, quasi verstehe ich. So, ich bin einmal ein bisschen her mit Muni und wir haben panzerbrechende Pistolenkugeln. Ja, es gibt für jede Waffe 3 verschiedene Munitionstypen. Bei den normalen Waffen, was jetzt noch so kommt, ist es. Also.
Pass auf, hier ist jetzt Mutation, aber wollte ich gerade erklären. Die hier sind gut gegen gepanzerte Gegner. Und unten werden auch Antipersonenkugeln, die gut gegen Personen sind. Ja, wer jetzt gedacht. Genau, das ist hier das gleiche. Und bei den Armwaffen sieht man das dann ja, beziehungsweise erklärt es mir. Halt's Maul. Nein! Ich will nicht reden. Ey, lahm auf an dich da. Ja. Intuition. Yes, gracias. Im Zirkus der Werte. Eins. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Per M kann man sich bestimmte Sachen ansehen, was ist das? Aber das erzählt sich nicht von selber. Auf einmal haben wir übrigens die Karte, das habe ich ganz vergessen. Wir haben direkt die Karte, wie welche Sachen zusammenhängen, wo wir irgendwo hinkommen. Dann haben wir hier die Ziele, hole ich schnell meinen Schlüssel. Hier haben wir die ganzen Aufnahmen, die wir so finden. Und hier sind diese ganzen Hinweise und Öl und So. Wird auch angezeigt, Board Shutdown, das ist auch noch wichtig. Generous Garden, Genbank und so ein Scheiß. Und per Schiff, glaube ich, war das. Kann man sich das so ansehen, was man da so hat. Ja, aber nur Elektro-Fotos hier. Was schießt der? Toxisch! Oh Gott! Unhygiene. Oh Gott! Bleibst du stehen! Blöder, dreckiger, Nitro-Splicer. Ja. Das ist eine neue Splicer-Form. Die anderen sind Nitet oder was die anderen heißen. Das hier sind Nitro-Splicer. Nitro-Splicer werfen mit Granaten auf uns. Ich schwör's euch, die Typen sind richtig nervig teilweise. Ich will hier durch. Ich denke, wir gehen erstmal zu Eternal Flame. Das ist Fresh, organisieren wir den Transport. Sicherheitskameras muss man abgeben. Aber das ist das Praktische. Die kann man hier auch hacken. So, erstmal decken wir so ein bisschen was auf. So, da kommt schon die Flüssigkeit. Ja, das ist kein Problem. Schwubbeliwub. Zack. Zack. Und das war's auch schon. So. Und damit haben wir eine Kamera. Immer wenn die jetzt einen Gegner sehen, werden diese kleinen Bots hier rufen, wenn die dann angreifen, bis sie tot sind. Das ist bei uns übrigens auch so. Was gibt's denn hier oben so? Hallo. Na, keine Rede. Juhu, verrückte Frauen. Yay. Yeah. Danke. Wir werden gleich da reingehen, aber erstmal möchte ich mich hier noch kurz umsehen. Hier scheint mir nichts mehr zu finden, großartig. Außer im Gepatron. Denkst du. So. Ein Parasit treibt sich herum. Cool, Abfackel. So kleiner Schmerz. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Fridays, wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt.
Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Super. Hör auf zu brennen. Jetzt haben wir schon zwei verschiedene. Ich weiß nicht, ich finde ihn hier, glaube ich, sogar ein bisschen besser als er. Ja, es ist immer situationsabhängig, was man da nimmt. So. Bleiben wir erstmal auf Abfackeln sitzen. Finden wir noch irgendwas Schönes? Nee. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Loving Memory. Was hat denn mit der gemacht? Picasso. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was dieses Scheinbild, was wir vorhin gesehen haben, das gegen die Wand geschlagen hat. Sie haben gesagt, ich wäre schön, damit gemeint hat. Dann irgendwann ist der Steinman einfach mal richtig durchgedreht. So, wir haben gerade Schrotmunition gefunden. Die können wir später noch gebrauchen. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle, wenn wir jetzt erstmal aufhören. Fängt doch super an hier. Oh Gott, man sieht auch schon, wie viele Little Sisters im Level gibt, die wir uns abgreifen können. Wir werden da auch noch dazu kommen. Aber trotzdem, ich finde es sehr interessant. So, was haben wir bisher erlebt? Wir wurden von Wahnsinnigen verfolgt. Wir haben irgendeinen komischen Typen getroffen, dessen Familie wir retten sollen. Wir sind in einer riesigen Unterwasserstadt. Und wir sind in einem Flugzeug abgestürzt. Ist das nicht super? Ja, das ist doch mal ein super Einstieg in ein neues Leben. Wir überschreiben mal schnell. Das ist nicht cool, mit dem Speichern und so. So. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Adios.